Hi Leute, hier ist wieder eure Skyadorista zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Im letzten Part haben wir die Arena des Olymps begonnen und jetzt, und wir haben Hades getroffen, der möchte, dass wir an den Spielen teilnehmen, weil er glaubt, dass Terra seine Dunkelheit im Zaum haben könnte, aber man kann sich eigentlich schon denken, dass er eigentlich nur ein Mittel gegen Zeus sucht und Terra dafür benutzen will. Warum? Weil es vorher in der Cutscene mehr oder weniger schon angedeutet wurde. Und wir werden jetzt noch mal ein bisschen einkaufen. Mal sehen. Ich kann es mir immer noch nicht leisten. Kann ich nicht irgendwas verkaufen? Irgendwas, das ich nicht mehr haben will? Nein. Na gut, ich werde dann auch noch mal ins Deck schauen. Oh, hat das gerade schnell geladen. Wow! So, den Blitzsturz wollte ich behalten, aber die Giftklinge nehme ich mal raus. Was nehme ich denn da stattdessen mal rein? Frostwurf habe ich drin. Dann würde ich sagen, ich nehme mal den Feuerschlag. Drehangriff mit flammendem Schlüsselschwert. Das ist cool. Dann kann ich noch Vita rausnehmen. Mal sehen, vielleicht habe ich noch irgendwo ein Vita übrig. Nee, nur ein Vita. Obwohl, ich könnte jetzt mal Folgendes machen. Ich werde jetzt mal die beiden Vitra-Kommandos fusionieren. Das wollte ich ja schon länger machen. Daher macht mir das nicht so wirklich was aus. Und dann würde ich sagen... Ne, den Zykluskristall spare ich mir mal auf. Gut, ich werde meinen Luna-Kristall nehmen. Einfach um die HP da auch noch mal ein bisschen zu verstärken. Und wir haben Vigra mit Defendo erhalten. Epicness. Epicness. Aber ich muss gleich mal gucken, was Defendor kann. Ja, regeneriert sehr viele EP. EP. HP. Doof. Ja, okay. Fertigkeiten. Achso, sind alle angelegt. Lebensspende. Macht mehr HP-Kugeln. Vitalität. Mehr HP. Gewitter, Heilkunst, ja, Vita-Magie wird gesteigert, Heilkunde, Heil-Items steigen, Attacke, schneller angreifen und so weiter. Defendor, deine Verteidigung wird gestärkt, wenn deine HP unter 25% fallen. Super, das bedeutet, wir haben einen Notfall-Boost, das ist natürlich genialst. Aber ich würde sagen, das macht uns immer noch nicht stärker und wir können auch immer noch nicht die Dunkelheit in uns im Zaum halten. Also Hades, tu, was du tun willst. Bist bereit? Ja, notgedrungen. Wobei, Terra läuft ja blindlings einfach rein. Mal sehen, was diese Spiele werden. Ich hoffe, ganz viele Kämpfe gegen Unversierte. Oder sowas in der Art. When are you gonna tell me how to conquer the darkness? Hold your chariot horses. I would not believe the bureaucracy involved with these things. Name? Terra. Kind of earthy, but all right. Now, height and weight. What's this? Favorite god? Come on, Hades. There, ba-boom. I sense that you're already starting to get all warm and fuzzy with that darkness inside you. It's sweet, really. And hey, by the time you win the final match here, you'll have figured out how to conquer it for good. And don't worry, anything goes wrong, I'll make it all go away. Service with a smile. I got it. So wie du grinst, hast du doch sicherlich was anderes im am Laufen. Aber ganz ehrlich, Lieblingsgott, nicht Hades. Okay, wir sollen Gegner innerhalb der Zeit besiegen. Alles klar. Das sollte klappen. Gut, wunderbar. Wir haben Runde 1 natürlich bravourös gemeistert. Das kann aber mit der Zeit ein bisschen härter werden. Oh mein Gott. Ein ganzer Fetti. Und noch so ein kleines... Oh Gott. Okay, wir haben es geschafft. Aber das war schon knapp. Nur noch 8 Sekunden übrig. Oh Gott. 3 Schatztruhen. Ich hab doch echt einen an der Waffel. Thunder.
Okay, dank Ars Fatalis haben wir es geschafft. Bislang ist es ganz okay. Oh Gott, du. Bist du blöd, Terra? So. Warum drehst du dich um, Mistvieh? So, jetzt Blitzra. Nein! Nein, wir haben verloren. Versuch's nochmal. Ja, machen wir auch. Neuer Versuch. Heißt das, ich muss jetzt... Oh Gott, ich muss von Runde 1 anfangen? Alter, ich hatte den anvisiert. Ihr habt es gehört, der Lock-On hat Pling gemacht. Oh, fuck! Nein, 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 nein! Wo ist der andere? Nein! Oh. Wieso fail ich jetzt aber? Also... Neuer Versuch. Ich kann es besser. Ich weiß, dass ich es besser kann. Gegner Bash ist meine Spezialität. Ah, daran lag's. Okay, aber... Oh Gott, vielleicht sollte ich mal den Goldrausch wieder reinmachen. Ich glaube, das würde eine Menge helfen. So, das hätten wir geschafft, aber Terra war kurzfristig vergiftet. Ah, ist immer noch vergiftet. Oh, fuck. Gut, wunderbar. Du Mistvieh. Jawohl, wir haben es geschafft, dank Ars Fatalis. Mal sehen, was erwartet uns jetzt. Die Schuhe! Oh, cool. Na, das sollte nicht das große Problem sein. Gut, wunderbar. Haben wir wunderbar geschafft, dank Ars Fatalis. Ach so, ihr seid wahrscheinlich blitzempfindlich. Na gut. Dann werde ich wenig mit Elementschaden machen. Und viel mit Ars Fatalis. Ah, wir haben es geschafft. Wunderbar. Oh mein fucking Gott. Blitzra. Okay, dann Blitzsturm. Von vorne sind die echt unschlagbar. Na gut, ich denke, ich sollte ein... Oh Gott, ein Dimensionsling spielen. Ah, ich nehme Aqua. Ich nehme Aqua. Nein! Oh, fuck. Nochmal von Runde 1 an. Und das nächste Mal nehme ich Ventus. Weil der nämlich für schnelle Angriffe da ist. Beziehungsweise die gut kann. Ich habe da sehr viel Hass drin, ne? Und Hass macht schneller. Aber das ist auch unfair. Muss man echt so sagen. Das wäre das dann auch wieder. Wir sind sogar nicht vergiftet worden. Das ist sehr gut. Na gut, dann... Weiter geht's. Oh nein, jetzt hat er sich eingebuddelt und... So, wunderbar. Das hätten wir geschafft.
So, jetzt kommt der Einzelne. Arschloch. Gut, das hätten wir geschafft. Und haben auch noch gleichzeitig aus Fatalis aktiviert. Das ist sehr gut. Gut, das hätten wir auch geschafft. Oh, wir hatten nur noch 3 Sekunden. Holy fuck. Na gut, dann. Und wir haben gerade Diamantenstaub aktiviert. Gut, das hätten wir schon mal geschafft und hätten auch für den nächsten Kampf ein Kommandostil vorhanden. Das ist sehr gut. Wieso heal? Ich hab doch... Na gut. Gut. Gut, wir haben es fast. Er ist auch gerade verwirrt. Und wir haben es geschafft. Oh, geil. Mal sehen, was uns jetzt im nächsten Kampf erwartet. Okay, das ist noch annehmbar. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, komm her, du scheiß Sanduhr. Nein, PSP! Oh Gott, die PSP geht mir wieder so auf den Geist. Gut, das hätten wir auch geschafft. Dank Diamantenstaub fegen wir hier wirklich endlich durch, was auch gut so ist. Okay, Runde 9. Ich frage mich, wie viele Runden wir dann haben. Okay, cool. Wir haben hier wirklich mit Diamantenstaub alles weggefegt. Oh mein Gott. Lauter Quallen. Die aber alle kaum HP haben. Das ist dann wiederum sehr gut. Gut, das haben wir geschafft und... Wow, wir haben gewonnen und wir haben noch einen HP-Bonus gekriegt. Wir haben die Schallgrätsche erhalten. Oder eine Schallgrätsche. Die Schallgrätsche einsetzen. Mit einer Schallgrätsche während eines anderen Grätschmanövers Grätschen aneinander rein. Rüstest du eine Grätsche, also drückst du während einer Grätsche die 4x-Taste, führst du die Schallgrätsche aus. Die Schallgrätsche kannst du unter Luft- und oder Eisgrätsche konfigurieren. Okay. Okay, das bedeutet, ich kann also meine Luftgrätsche ab sofort verbessern. Das werden wir natürlich machen. Ist klar, ist logisch. Deckverwaltung. Unter der Grätsche, da können wir die Schallgrätsche ausrüsten. Dann werde ich dir mal gleich zeigen. Das ist sie, die Schallgrätsche. So, wir heilen uns jetzt nochmal auf. Und ich würde dann sagen, im nächsten Part werden wir dann wieder mit Hades sprechen und gucken, was uns jetzt erwartet. Von daher, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.